Und jetzt freuen wir uns noch auf einen ganz besonderen Gast, der tatsächlich, den muss ich nicht lange vorstellen, für Millionen verkaufter Platten steht, für Familienglück, aber auch für Verlässlichkeit in einer Welt ständig sich ändernder Frisurentrends. Wir freuen uns heute Abend auf Angelo Kelly. Ich freue mich, dass du wieder bei uns bist. Und vielleicht können wir das im Laufe des Gesprächs herausarbeiten, dass ich das Gefühl habe, immer wenn wir uns begegnen, bist du eigentlich in einer sozusagen... Neuen Phase. Nicht eine neuen Phase klingt, aber und trotzdem wirkst du auf mich wie jemand, der extrem beständig ist. Ich glaube schon, dass ich im Prinzip vom Charakter und vom Mensch der gleiche bin, aber ich bin auf einer Reise. Und ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die mich seit klein auf dieser Reise begleiten und das über Fernseher oder die Bühne und das stimmt so. Auf welcher Reise du gerade momentan bist, besprechen wir gleich vorher ganz kurz. Ich habe bei Instagram gesehen, dass du einen Adventskranz gepostet hast. Okay, ja. Mit der leichten Irritation, dass da 5 Kerzen drauf waren. Ganz genau. Skandal. So sieht der aus. Also. Wir stellen einfach nur Fragen. Wir wollen gar nicht werten. Nein, aber es gab viele Kommentare, die waren so, 5 Kommentare. Erzähl mal, es hat ja einen Hintergrund. Naja, das ist so ein, man könnte sagen, ein irischer Brauch. Ja. Und zwar sind das 5 Kerzen mit 3 verschiedenen Farben, die an verschiedenen, das sind 3 in lila. Ich versuche das immer von der Reihenfolge richtig zu bekommen. Ja, da ist lila, rosa. Also die ersten 2 Sonntagen, Adventssonntagen, sind lila. Und dann kommt die rosane und die ist dann sozusagen die Vorfreude. Mhm. Und dann ist wieder eine in lila und dann ist die weiße am Heiligabend so für die Geburt Christi. Ist das eine Tradition, mit der du auch vertraut bist? Ich höre zum ersten Mal davon. Ja. Wir feiern zweifach Weihnachten. Am 24. Ja. So klassisch Öst mit Fisch und so. Und am 25. gibt es Turkey. Ja. Turkey und Plum Pudding. Okay. Also schon ein bisschen irisch-amerikanisch. Ja, so. Wird alles so. Also, du bist jetzt seit Ende deiner Tour, glaube ich, warst du in Irland, was ja auch für dich immer außergewöhnlich ist, mal so lange am Stück zu Hause zu sein. Das ist schön, ja. Ist die Weihnachtsdekoration ein bisschen dein Bereich? Ja, wir sind schon dabei und ich streite mich mit meiner Frau darüber, wann darf das Weihnachtsbaum hin und wann dürfen wir auch schmücken. So. Sie will immer Heiligabend erst. Und ich will das möglichst 2 Wochen vorher. Na ja, klar. So einfach für den Feeling, American Style. Auch der ganze Quatsch, das ist ja so viel Arbeit und dann ist es letztendlich aber ja nur... Aber wir machen den ganzen Haus schon und und ich glaube, wir einigen uns auf ein paar Tage vorher. Okay. Macht ihr Weihnachtsschmuck? Ja. Ja. Also meine Frau. und wir machen das auch gerne früh. Also einfach, dass man es länger hat. Ja. Den Baum einfach früh hinstellen und nicht erst 2 Tage vorher. Ja, ich mache sogar erst am Heiligabend. Also vorher gibt es da gar nichts bei uns. Dann musst du ja gleich wieder abräumen. Das Ding nadelt ja nach 3 Tagen. Ich mache auch ganz. Aber jetzt dieses Jahr haben wir ja keine Heizung mehr an. Deswegen, glaube ich, hält sich der Baum dieses Jahr bis Mitte Februar. Ja, das ist der große Vorteil. Du liebst es, mit Familien auf Bühnen zu stehen. In den letzten 10 Jahren mit der eigenen, was, glaube ich, ein ganz besonderer Genuss war. Trotzdem habt ihr euch entschieden, und mit Sicherheit hat das die ganze Familie zusammen entschieden, oder wer es genau entschieden, kannst du sagen, jetzt damit aufzuhören? Ja, also es war, am Anfang war es wirklich so ein kleines Theater und es war eine Tour von mir und die haben nur ein paar Lieder mitgemacht. Und das wurde halt von Jahr zu Jahr immer mehr, bis ich dann irgendwann immer weniger eine Rolle gespielt habe. Aber ich habe das Ganze schon natürlich so angeführt und auch die Arbeit das meiste auch gehabt. Und ich wusste immer, dass es irgendwann auch ein Ende haben wird, weil die Kinder werden groß und werden eigene Wege gehen und so weiter. Und dass wir das 10 Jahre gemacht haben, finde ich schon krass. Ja. Und wir haben diese Tour, die wir jetzt im Sommer hatten, hätten wir vor 2 Jahren gespielt. Mhm. Und jetzt konnten wir endlich spielen. Und dass wir alle, Mutter, Vater, 5 Kinder, Gabriel ist 21, dass wir alle noch da waren, finde ich auch ein großes Ding. Weil letztendlich, einer der Größeren hätte auch sagen können, du Papa, ist ja schön, dass das jetzt verschoben, aber ja, I'm out. Ich bin nicht mehr da. Ja. Weißt du, das hätte ruhig sein können. Und ich wollte während der Tour sehen,
wie es sich anfühlt und wo es hingeht. Und man muss ja ein, zwei Jahre vorausplanen, die nächste Tour, wenn man das machen möchte. Und wir waren mittendrin, ein Album anzufangen. Und zum Ende der Tour habe ich einfach gemerkt, das wird sehr schwer in den nächsten Jahren. Und es wird vielleicht, wird man auch ein bisschen zu sehr Kompromisse eingehen müssen und vielleicht auch Druck ausüben, dass das Studium nicht einfach voll und ganz von Helen gemacht werden kann oder Gabriel sich nicht voll und ganz auf seine Musik konzentrieren kann. Und die Emma, die wird 17, die will sich auch auf ihren Abschluss konzentrieren. Und ich sah einfach die Signale und habe einfach gesagt, wisst ihr was, wir machen Schluss. Und wir haben das eine Woche vor Tourschluss entschieden. Und wir spontan. Haben ja, ja, sehr spontan. Wir haben keine Abschiedstour gemacht. Ja. Und, Fehler. Genau, Fehler. Oder großes Finale im Fernsehen oder sowas. Klar. Nee, haben wir nicht. Und wir haben da aufgehört, wo wir angefangen haben, auf die Bühne vor unserem Publikum. Und ich habe es immerhin ein paar Tage vorher den Leuten gesagt, damit die da sind, es wissen, warum wir weinen. Ja. Oder auch die nicht da sind, das ein bisschen auch mitgehen können im Online und so. Und es war rein zufällig, dass wir das Abschluss auch aufgezeichnet haben. Ja. Das sollte eigentlich ein Bonus für das nächste Album werden, nächstes Jahr. Aber Gott sei Dank stand das und wir konnten das Abschluss festhalten. Und ich glaube, wir haben sogar einen Ausschnitt daraus, letztes Konzert. Und da, glaube ich, den allerersten Song. Und wir schauen einmal rein, da war es schon sehr emotional. Wir gucken einmal. Bei den 23 Songs wird auch gesungen. Ja, nicht nur geweint. Aber wir haben dieses Lied, also Kira, meine Frau, hat das zusammen mit unserer Ältesten, Gabriel, vor ein paar Jahren geschrieben, übers Loslassen, wenn die Kinder groß werden. Und das war natürlich in dem Moment, in dieser Show, mit dem Kontext, noch mal emotionaler, ganz klar. Ich verstehe es. Wir haben, weil es so schön ist, euch einfach anzuschauen, noch mal einen Ausschnitt davon, wie es losging vor 10 Jahren. Oh, da waren sie alle noch deutlich kleiner, die Kinder. Bitte sehr. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we'll walk hand in hand someday. John, als du damals dein Elternhaus verlassen hast, bist du zunächst nach New York gegangen, wenn ich das richtig sehe. Ein paar Jahre später. Ein paar Jahre später. War das ein Loslassen für dich vom Elternhaus? War das für deine Eltern ein Loslassen von dir? War das ein schmerzhafter Prozess? Also für mich war es auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, weit wegzugehen von allem. Da, wo ich nur John war. Ja. Und das war für mich einfach eine ganz wichtige Erfahrung, in New York unterwegs zu sein und Menschen zu begegnen, die mich nur als eben John kennengelernt haben und nicht den John, den Sohn von. Ja. Das ist natürlich hier immer Thema, das kann man auch niemandem vorwerfen, das ist okay. Und ist da so, lernt man damit umzugehen und das klappt auch, es dauert. Aber die New York-Zeit hat mir da sehr geholfen, ich war 3 Jahre dort. Und für mich die Der Vater hat es auch genossen, dass er dort auch nicht erkannt wurde. Der Papa hat es unheimlich genossen, mich dort zu besuchen, weil er dort auch nicht erkannt wurde. Ja. Und wir dort einfach eine Vater-Sohn-Beziehung hatten, die, wenn wir zusammen in der Nacht ausgegangen sind in die Bars und Clubs, wo ich so unterwegs war in meiner Zeit dort, man mich immer gefragt hat, excuse me, John, who is the guy? It's my dad. Ah, okay. So. Aber so eine Beziehung zu haben, ist natürlich wirklich, wirklich perfekt. Und ich glaube, du hast ja bei deinen Kindern so vieles richtig gemacht, sonst wären die ja nicht so lange bei euch unterwegs gewesen. Was glaubst du, ist das ein schwieriger Prozess noch, der jetzt kommt? Weil irgendwann ziehen die alle aus. Und ihr habt ja 5. Ja, also die Emma ist ja sozusagen die nächsten paar Jahre auf dem schon Sprung dran. Mit 17. Dann, aber wir freuen uns auch ein bisschen, weil Kira und ich haben jetzt immer mehr auch Zeit für uns.
Und wir sind, das ist der Vorteil an jungen Eltern werden. Wir sind jetzt so Anfang 40 und und die Kinder sind schon aus dem Haus. Nein, nicht alle, aber fast. Ja, genau. Und wir werden die Welt bereisen. Ja, habt ihr Pläne gemacht? Weil ich glaube ja, also ich zum Beispiel, ich bin auch extrem glücklich und ich kann mir schon vorstellen, dass es hart ist, wenn die Kinder weg sind, aber dann beginnt ja, ja was ganz Neues also, und das wird doch toll, oder? Ja, aber ganz ehrlich, ich bin mein ganzes Leben gereist ja. Und auch mit unseren Kindern haben wir viel gereist. Deswegen, wir genießen es sehr, auch zu Hause zu sein. Mhm. Und ja, aber ich glaube, die Mischung macht es aus. Wir haben, glaube ich, sogar Fotos vom Auszug deiner Tochter. Wir schauen einmal. Von Helen? Ja, da wird das Auto gepackt. In London. So sieht's aus. Oh, guck mal, geht alles noch ins eigene Auto? Oh, aber es habt ihr schön festgehalten hier. Super. Das hat sie alles. Sie macht so ihre Vlogs. Aber es geht auch ein Abschnitt zu Ende. Ja, klar. Aber es ist, ja, es beginnt auch ein ganz schöner Abschnitt. Und sie ist unglaublich passioniert in das, was sie studiert. Und sie wollte es schon mit 10 Jahren schon letztendlich. Ja. Und sie studiert, ja. Oh. 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 Weißt du, als wir uns verabschiedet haben, nachdem ich sie geholfen habe, ein paar Tage da vor Ort, alles einzurichten, da haben wir schon beide ein bisschen geweint und dann bin ich zum Auto und ich brauchte ein paar Minuten, ich konnte nicht direkt losfahren. Dann bin ich endlich losgefahren und fahre an den Haus vorbei und sie stand immer noch draußen. Oh. Und sie hat dann auch gewartet, ne? Und ja, aber so ist es. Ja, natürlich. Und jetzt bist du in Irland und hast, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, bleibt man ein Reisender? Weil zum Beispiel Hubertus sagt, er liebt zu reisen, er ist immer gereist und er wird nie damit aufhören. Du wirkst jetzt auf mich so wie jemand, der sich schon, wie du jetzt sagst, du freust dich einfach zu Hause zu sein. Ich tank das auf. Ich freue mich über unser Zuhause, ich freue mich, dass wir es immer schöner machen. Ich freue mich auch, ein paar Platten aufzulegen. Ich höre sehr gerne Musik. Und bin ein größerer Musikfan als Musiker oder beides vielleicht. Und ja, deswegen, das tank ich auf. So, und heute bist du wieder in Hamburg gewesen. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, kann ich nur sagen, Angelo mit 2 großen altmodischen Koffern. Und dann sage ich, was hast du denn da alles dabei? Bürsten? Und dann sagt er, nein, ich habe wieder Platten gekauft. Und ja, du warst heute auch schon wieder unterwegs. Ja, was hast du gemacht? Ich hatte einen frühen Flug von Irland und habe dann 3-4 Stunden in einem Plattenladen verbracht. Und 3-4 Stunden in einem das Plattenladen? Das ist nichts. Ich könnte tagelang da drin verbringen. Aber wonach suchst du dann nach einer bestimmten Platte? Oder nein, wovon lässt du dich inspirieren? Das ist dein Gefühl. Weißt du, in der letzten Zeit, ja, also ich habe sehr, sehr viel Jazz in meiner Sammlung, aber in der letzten Zeit fange ich an, so improvisierte Jazz aus den Ende 60er, Anfang 70er zu sammeln. Und ich bringe dann meine Kleinen, so Joseph und William, die sind ja so 12 und 7, bringe die dann rein und leg dann 3 auf und sag, welche ist die bekloppteste? Und ja, dann machen wir so ein bisschen Quiz und so. Aber nein, ich habe zu viel Neugier in zu viele verschiedene Richtungen von Musik. Bist ist alles dabei. Free Jazz Fan? Ist das Free Jazz? Ich mag diesen Namen Free Jazz nicht, weil das okay, sehr behaftet mit viel komischen Charakter. Aber sicherlich, ja. Irgendwie schon, ja. Ja, irgendwie schon. Aber ich jetzt nicht also wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass du irgendwann auch in diese Richtung musikalisch gehst. Ja, vielleicht wird aus mir irgendwann endlich was. So, was Gescheites. Ne? Sag mal, komm doch wieder, wenn du Jazzmusiker bist. Nein, aber tatsächlich. Dann werden die Hallen nur kleiner. Ja, ganz genau. Aber Barbara, auf jeden Fall, ich habe zu viel heute gekauft, dass ich morgen früh beim Rückflug nicht weiß, ob ich Ärger bekomme beim Handgepäck. Können wir jetzt vielleicht schon mal ganz kurz, falls da zu Hause ja, Leute sitzen, die morgen am Security stehen, Hamburger Flughafen. Drück doch mal ein Auge zu. Drück doch mal ein Auge zu beim Herrn Kelly. Das kann doch nicht sein. Auf dem Land, da gibt's nichts. Ja, aber ehrlich, eben, die haben ja nichts da. Also deswegen lass den doch mal durch. Jetzt, du hast doch schon Pläne, was du machst, oder? Du, ich meine, jetzt bisschen Weihnachtsdeko, bisschen Platten sortieren. In welche Richtung soll's gehen? Was, danach bei dir, danach, dann ernsthaft noch mal. Weißt du, ich habe nicht viele Pläne, ganz ehrlich. Das glaube ich dir sogar. Doch, das ist zum ersten Mal seit langer Zeit, dass ich froh bin, Kapitel abzuschließen und mir wirklich viel Freiraum zu schaffen. Und es kann sogar sein, dass ihr mich Jahre nicht mehr hier seht. Hast du so viel Geld verdient? Barbara. Ich frage für eine Freundin. Damit hat es nichts zu tun. Ich habe auch früher bestimmt 10 Jahre lang fast keinen Fernseher gemacht. Und da habe ich nur im Hamburger Logo vor 100, 200 Leuten gespielt. Mhm. Also, das ist ja, solange du Essen auf den Tisch tun kannst, ist alles andere ja Luxus. Insofern, Fantastisch. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal wiederkommst. Und dann erzählst du uns mal,
Free Jazz! Free Jazz! Angelique Kelly, vielen, vielen, vielen Dank.